So, das ist schon mal ein bisschen Geld. Das kannst du hier, das kannst du hier, das kannst du hier, das kannst du hier. Können wir das wirklich brauchen? Charme Brauchen wir weg. wirklich noch so ein albernes Weg. Ding? Weg. Können wir das wirklich brauchen? Weg. Weg. Verkaufen. So, 14.000 ist ein Anfang. Auf Wiedersehen. So, du machst bitte Schutz vor Magie. Du bist noch nicht dran. Du machst bitte Plus zu allem. Und du... Was? Haben wir schon Plus zu allem? Ja, haben wir. Okay. Wir brauchen noch Bewahrung. Komm schon. Gib mir Bewahrung. Day. So. Bewahrung. Unsichtbarkeit. Und teleportieren uns jetzt doch wieder in die Stadtmitte. Wir sind nicht Tut unsichtbar. irgendwie weh. Ich hätte darauf achten sollen, ob der Spruch funktioniert oder nicht. Das tut Oh, nicht stehen irgendwie bleiben, weh. nicht stehen bleiben. Das tut irgendwie weh. Oh. Haha, eine ist tot. Zwei sind, glaube ich, tot. Du, Heilung. Du, lauf wieder weg. Du, Heilung. Das ist garstig. Okay, ich glaube, wir sind hier erstmal kurzfristig sicher. Heilung. Und ein, zwei Gegner töten bitte noch. Das tut irgendwie weh. Das macht zu viel Schaden. Das tut irgendwie weh. Heilung. Das tut irgendwie weh. So, tot. Du, Heilung. Es kommt mir so vor, als wenn ich irgendwas verpasst hätte. Und sehe einen Knopf, wo man drauf drückt und alle Helden werden dreimal so stark. Wo ist sie hin? So, du zaubern, Heilung. Hier um die Ecke ist gleich einer. Oh. Ja. Da war wieder so ein garstiges Schrapnell. Stirb. So eine Handvoll haben wir jetzt schon umgebracht. Das heißt, der Eingangsbereich hier ist jetzt immer noch nicht sicher, aber wenigstens schon mal ein bisschen begehbarer. Und wir sind nicht instant tot. So, Lay. Einmal bitte den Zauber. Dann jetzt die hier hinten töten. Au, ja. Wir müssen eigentlich auf die Straße da hinten. Also brauchen wir Licht. Und wir brauchen einen Sprungzauber. Okay. Das tut irgendwie weh. Oh, ja. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung. Okay. Das tut irgendwie weh. Komm, stirb da hinten. Au. Du. Heilung. Haha, einen tot. Au. Ja, ich freue mich für die kleinen Dinge im Leben. Auch die Goblins, die wir töten. Das tut irgendwie weh. Haha, noch einen tot. Oh, Schrapnell. Oh, da war. Ah, Drachenodem ist das. Das ist der Spruch, der bei uns immer so viel Schaden macht. Ist gar nicht Schrapnell oder irgendwelche Feuerbälle oder sonst was. Das ist Drachenodem. Das ist der stärkste und dunkle Seitenspruch. So, noch eine Heilung, schnell. Und du heil mal bitte sie. Und bringt die ganzen Goblins um hier. So. Einfach. Kaputt.
Oh, war aber wieder ein Drachen, oder? Ja, es wird doch nicht mit uns. Also, weil wir das Gebiet hier sicher haben, können wir uns hier auch ausruhen, in Anführungszeichen. Und ein Rückzugsort ist eh nicht schlecht. So, kaputt. Was haben wir noch? Da hinten haben wir noch welche. Also ganz schön viele. Quatsch. Wenigstens halten sie nicht so viel aus. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Oh, Drachenhunde. Was macht ihr da oben in der Wand? Zu viert oder so. Kein Drachenmodem, kein Drachenmodem. Das ist jedes Mal schön zu hören. Irrsinnheim. Hops. Und Schwäche heilen würde ich auch noch ganz gerne. Hier. So. Okay. Hier ist der Eingang. Also Eingangsbereich bis zur Taverne ist relativ sicher. So. Oh, Drachenode. Komm, euch hauen wir jetzt auch noch rum. Au. 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 Warum kippt Talana immer so schnell um? Ausrüstung ist. Ja, okay. Sie könnte bessere Schuhe gebrauchen. Und einen besseren Helm. Und eine bessere Rüstung. Gibt es auch was Besseres? Als die hier? Bin mir gar nicht so sicher. Und sie brauchen alle Konditionstränke, also wahre Konditionen mit plus 50. Auch wenn das nicht so viel bringt, denn sie hat jetzt ja schon 125 dank dem Buff. Schon wieder ist sie weg. Oder sie schießen einfach alle immer nur auf Talana, das könnte natürlich auch sein. Alternativ kann es auch sein, dass meine Heilung sie immer nicht ganz voll bringt und sie dann deswegen jedes Mal wieder umkippt, aber sie... So. Gut, wir hatten hier unten irgendwas, das wollte ich mir kurz angucken. Wir müssen ja in verschiedene Unterbereiche von der Stadt. Hier haben wir das Brutgehege. Da mussten wir den Zauber herholen. Dahin müssen wir wohl nicht zurück, oder? Na, wir müssen den Tempel des Bösen. Wir müssen aus Schloss Gloaming ein Seelengefäß holen. Finde das Festgewand in der Grubenhalle. Was ist die Grubenhalle? Das ist auf jeden Fall nicht das Brutgehege. Außer es wurde sehr, sehr schlecht übersetzt. Du, heilen. Quatsch. Okay. Du, heilen. Hallo, Vampir. Oh. Komm in die Ecke. Du. Tote vernichten. Quatsch. Wenn das nicht so schnell einfach bei denen hier auch gehen würde. Aber die leben leider noch. Das da. Zing, zing. Okay. Quatsch. Erledigt. Potsch. So, hier sind Geschäfte. Goblins. Herberge. Oh. Das Schloss hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Da waren sehr viele Nekromanten und irgend so ein komischer Teleportergang war da. Oh. Braucht ihr ein bisschen Übung? Also. Okay. Also, ihr braucht mehr Gold. Ja, das brauchen wir, da hast du vollkommen recht. Kein Drachenodem schmeißen das Ding in die Nähe? Okay. Dann mach bitte vernichten.
vernichten. Du bist gleich tot. Du bist jetzt tot. Hey. Also. Licht brauchen wir neues. Und alle Buffs bräuchten wir neu, fällt mir gerade auf. Die da. Das läuft erstaunlich gut. Jetzt, wo ich herausgefunden habe, welcher Zauber uns genau Probleme bereitet, weiß ich, welchem ich noch mehr ausweichen sollte. Und wer das ungefähr schmeißt. Denn nur die ganz starken, leicht bekleideten Frauen haben das geworfen bisher, den Drachenodem. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und damit kann man arbeiten. Au. Das tut irgendwie weh. Au. Ja, das tut's. Gut. So, was sind das hier für Lava-Vorhänge? Macht ihr Schaden? Ja, das ist ein Teleporter. Hinter die Taverne? Ja, okay. Das ist ein sehr komischer Teleporter. Au. Oh. Jo. Das war so einer. Au. Kurzer taktischer Rückzug. Heilung. Kaputt. Oh, wo bist du hin? Da bist du hin. Komm. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Du. Tut auch weg. Komm schon, Lay. Oh, oh. Du. Alle heilen und überhaupt. Jetzt brauchen wir gleich wieder Lay. Also ja, zwei Priester. Zwei Priester, zwei Zauberer klingt echt gut für die böse Gruppe. So, du. Was wollte ich jetzt? Achso, genau, Bewahrung. So. Kaputt, kaputt. Herrscherin der Toten. Fast One Hit auf Talana. Nichts geht über einen guten Kampf. Auch kaputt. Haben wir langsam das Gröbste hier abgedeckt, oder? Also jedenfalls hier im inneren Bereich. Sehr schön, sogar grün. Also wir können jetzt hier runtergehen, diesen Teleporter-Abschnitt. Vorher sollten wir nur einen Wegpunkt setzen. Leuchtfeuer. Setzen. Ja, gleich kommt der Teleporter. So. Keine Gegner hinter uns. Was haben wir hier? Hier hatten wir verschiedene Magierschulen. Die brauchen wir nicht. Also gehen wir wieder zurück. Springen in das nächste Teleporterfeld. Kommen nicht dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Kommen in den nächsten Bereich. Der nächste Bereich wäre eine verwinkelte Privatecke. Da waren nur Häuser. So, und hier müsste ein Schloss sein. Genau. Da müssen wir rein. Viel zu viele Projektile. So, einen haben wir schon mal tot. Was für eine heldenhafte Leistung. Alter Vampir. Oh, warte mal. Zing. Bloing. Ka-bloing. So. Oh, brauchen wir. Puah. Was fisselt da eigentlich immer? Platt. Ich denke, wir können auch Talana in die böse Gruppe importieren. Das ist absolut kein Problem. Nichts geht über einen guten Kampf. So.
Eingangsbereich zum Schloss, ebenfalls gesichert, sogar so sehr, dass wir schlafen könnten. Puh. Durchatmen und abspeichern und dann gucken wir da rein. Also bis gleich.